Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt hier auf dem Kanal. Heute schauen wir uns eine echte Perle unter den Simulatoren an, über die ich absolut Zufall drüber gestolpert bin. Es ist der Russian Train Trip Simulator, wenn man so möchte. Gibt auch einen zweiten Teil davon, aber ich wollte erst mal den ersten Teil anschauen. Und der kostet ganze 3 Franken und ist quasi eine Fahrgastsimulation. In dem Spiel geht es nur darum, dass du Fahrgast bist, in den Zug einsteigst und dann, ja, einfach Zug fährst und dann halt die Landschaft genießt. Es ist das Goal. Also wer in SimRail den Passagiermodus vermisst oder auch in anderen Spielen, dann ist vielleicht genau das Richtige. In Steam, in der Beschreibung, steht wortwörtlich Folgendes. Simuliert das Fahren als Passagier in einen Zug in Russland. Kaufe Tickets, kaufe Essen, geh zum Zug und fahr, wo immerhin du bist. Schau aus dem Fenster und genieße die russische Landschaft. Den ersten Teil gibt es sogar mit deutscher Übersetzung, aber die Übersetzung, die ist ziemlich geil. Das fängt schon im Optionsmenü an. Mausbedeutung, ne? warte mal, wo war es noch gut? Auflösungs... Na, wo war denn das? Musik, Auswirkung, da der Meister. Es wird im Spiel noch viel, viel geiler. Wir sagen jetzt erstmal neues Spiel. Wettertyp ausgewählt. Zufällig Wetter, Sonne. Ja, kann man sich das Wetter hier aussuchen. Wir machen es zufällig. Schwierigkeitsgrad. Sehr niedrig, niedrig, mittel, schwer. Keine Ahnung, was das verändert. Zufälliges Wetter. Das Wetter ändert sich im Laufe des Tages automatisch. Schwierigkeit, Spielerhunger. Okay, ist wohl nur irgendwie der Hunger. E-Interaktion mit Objekten, Alt-Cursor anzeigen, H-Hat ausblenden. So viel muss man wissen für die Fahrgastsimulation. Spiel starten. Bewertet ist das Spiel durchschnittlich, also es ist mixed und Tendenz eher zu, ja, nicht so gut. Also es hat einige Bugs und Performance ist auch nicht sehr geil. Bei meinen Testern-Spielen hat es immer wieder mal so Hänger drin gehabt. Mit meiner 4090 spiele ich zwischenzeitlich bei 20 FPS unten und dann wieder 60. Ja. Links unten Sättigung, das ist unser Hunger. Und das ist unsere Bude, aus der wir verschwinden wollen. Ja. Typisch russisch vermutlich, keine Ahnung. Es ist echt nicht so schön. Wir müssen erstmal die Zugfahrkarte nach Wojnovka finden in der Wohnung. Wir können hier schlafen gehen, wenn wir möchten. Mit E tut man interagieren. So, jetzt haben wir geschlafen, es ist 14.05 Uhr. Das ist unser Zugticket, das man nur aus einem gewissen Winkel nehmen kann. Und jetzt sollen wir zum Bahnsteig Ryazan 1 gehen. Das ist unser Bad, was nicht mehr so gesund aussieht. Mit einer echt sauberen Badewanne. Ja. Dann ein Kühlschrank, der offen ist. Die ganze Zeit. Da können wir einmal essen. Jetzt sind wir nicht mehr hungrig und wir können das nicht zumachen. Also es passt schon so, dass es hier offen ist. Und unsere Küche. Gut. Irgendwo in der Wohnung, glaube ich, war noch ein bisschen extra Geld. Wir haben 2500 Rubel. Ah ja, genau hier. Jetzt sind es 2000. Okay, das meinte ich, ne? Mit diesen Lags hier. Passiert immer wieder. Offene Tür. Unser Nachbar. Voll beim Musik hören. Boah, weh, das gibt einen Strike auf YouTube. Ja, und das ist die Siedlung, in der wir hier wohnen. Jetzt ist es offensichtlich Winter. Was auch immer da steht, ich kann kein Russisch. Und am Anfang habe ich schon ein bisschen gebraucht, um den Bahnhof überhaupt zu finden. Wir haben ja nicht mal eine Karte. Da hinten ist er. Und da fahren auch fleißig die Züge ein und aus. Und wir können auch mit Leuten reden. Wie zum Beispiel hier mit der Evelina. Wo jetzt hier der Text richtig gut ist. Hallo, Vanya, wo bist du so früh? Ja, ich gehe auf Geschäftsreise. Das geht sie nichts an. Ja, komm, Geschäftsreise. Viel Glück, aufpassen. Danke. Super geile Übersetzung. So, wir sind hier umgeben von dieser tollen Mauer, aber zufälligerweise fehlt genau hier das Mauerstück. Das heißt, wir können da raus zum Bahnhof.
Und das Spiel nimmt einen halt überhaupt nicht zur Hand. So, jetzt steht hier, nehmen Sie einen Zug zum Bahnhof Wolnowka. Und hier läuft die ganze Zeit so eine Durchsage. Gut, wenn man es Russisch kann, dann ist vermutlich eine Hilfe, aber ich kann halt kein Russisch. Und auf der Strecke fehlen die Signale. Das habe ich auch schon in einer der Bewertungen gesehen. Aber über das wollen wir mal hinwegschauen. So, da steht schon mal ein Zug. Keine Ahnung, wohin der fährt. Dann auch nochmal Leute. Und das ist das Bahnhofsgebäude. Da werden wir jetzt mal versuchen, hineinzugehen. Und entwickelt, glaube ich, ist es einfach nur ein einziger Dude, der das hier entwickelt. Verkaufsautomat. Okay. Wir können hier Pizza, Wodka, Brot, einen Apfel, eine Banane kaufen. Keine Ahnung. Wir kaufen mal einen Wodka. Zwei. Kaufen. Okay, also wir haben jetzt zwei Wodkaflaschen. Alles klar. Anmerkungen. Mit dem Ticket können Sie den Zug krasser Wodka nehmen. Aha. Komme ich jetzt hier wieder weg? Okay, nochmal mit E. So, hier ist eine Alpha-Wand. Da kann ich nicht weiter rein. Und ja, in diesen Zug kann man irgendwie nicht einsteigen, beziehungsweise ich habe es nicht geschafft. Man kann da mit E rangehen. Man kriegt die Tür hier auf. Aber ich komme hier nicht rein. Das ist wie so eine Alpha-Wand. Hauptsache, Wodkaflasche ist da. Und es hängt schon wieder. Und merkt euch mal den Abstand zwischen den Wagen und dem Bahnsteig hier. Ne? Weil das ist so eh schon krass, aber denke ich mir normal. Es ist auf der anderen Seite dann für unseren Zug noch viel schlimmer. Und weg ist er. So, kann ich auch mit dir reden? Nein. Und dann können wir uns mal diese Diesel-Lok hier anschauen. Ciao, gute Fahrt. Ja, grafisch ist jetzt okay, würde ich mal sagen. Es ist halt natürlich nicht das Neueste. Kann ich da irgendwie rauf? Nee. So, da ist unser Zug jetzt. In den können wir einsteigen. Und jetzt gebt euch mal den Abstand hier. Der ist viel breiter. Da kannst du zwischendrin stehen. So, ab auf den Bahnsteig. Und dann steigen wir mal Entschuldigung. So, mit E, Tür aufmachen. Und da muss man wie so reinspringen. Normal raufgehen, das geht nicht. Also so viel zum Polish. Okay, hat nicht geklappt. Ist ein bisschen mühsam, hier reinzukommen. Ja, hat schon wieder nicht geklappt. Irgendwann schaffe ich's. Okay, mit Shift geht's dann. So, dann können wir hier die Tür zumachen. Wir können da hinten sogar die Tür aufmachen. Da können wir dann hier so dastehen und uns die Landschaft von hier angucken. Ja, und hier hinten wird wohl fleißig geraucht. Reine Fahrzeiten geht angeblich über mehrere Stunden. Also man kann sich hier richtig austoben und hier quasi, ja, einen Trip hier in Russland zu simulieren. Was auch immer hier steht, keine Ahnung. Wir haben hier... Du bist vermutlich... Aha. Interessanter Zugbegleiter. Also, das ist die Toilette. Weiß nicht, ob ich das bleiben muss für YouTube. Das war jetzt gerade ein bisschen speziell. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, wir haben hier diese Schlafabteile. Hier kann man ganz normal sitzen. Also, speziell. Licht ist nicht an. Also, für die Simulation, ne? Es ist unglaublich freizügig. Ich glaube, ich muss das Video ab 18 machen. Ja, dann kann man natürlich mit den Leuten hier reden und die Texte dazu, die sind geil. Passt mal auf. Hallo, es ist langweilig hier. Und das sind die Antwortmöglichkeiten. Am dritten Reisetag im Zug Moskau-Vladivostok drehte
ein Luxemburger durch. Großmutter konnte im Zug nicht schlafen und die Nachbarn im Abteil brachten ihn Stricksocken und Mützen auf. Okay. Die Fahrgäste des Zuges Moskau-Odessa merkten, dass etwas schief lief, als Stephen Seagal mit angespannter Miene an der Kutsche entlang ging. Im Zugabteil. Wann wirst du lange schweigen? Und wen bin ich hier schüchtern? Was sind das für Antworten? Ja, mal das mit der Großmutter. Okay. Gute Straße. Pass mal auf, dass die Jacke hier bitte nicht wegfliegt. Alina. Hallo Mitreisender, was kannst du erzählen? Ich bin immer gerne mit dem Zug gereist. Ich schlafe gern ein, schaukeln zum Geräusch der Räder. Die Fahrgäste des Zuges Kaliningrad, Vladivostok sehen wirklich, wie der Schaffner alt wird. In einem Zug hatte niemand Hühner oder Eier und er konnte sich nicht bewegen. Was? Ich erinnere mich noch an meinen ersten Traumflug. Nacht, reservierter Sitzplatz, oberes Regal. Ja. Okay. Da kann man auch pennen. Also gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie authentisch dieser Wagen überhaupt ist. Ob die innen tatsächlich so aussehen. Alter, was ist denn falsch? Da endlich mehr zwei halbwegs normale Leute. Der Peter und der Vladislav. Vorbei an Onkel. Wie redest du mit Erwachsenen, mein Sohn? Beruhige dich, Großvater. Wir beruhigen dich jetzt zu zweit. Was hat damit angefangen? Vermutlich ist der Text in Russisch ein bisschen besser. Hallo, siehst du nicht, dass wir beschäftigt sind? Was bist du? Nichts, Entschuldigung. Ihr seid sehr beschäftigt hier. Alter! Warum sehe ich überall... Was? Press E to sit. Kann ich also hier hinsetzen? Okay. Also ich könnte jetzt dann stundenlang hier drin sitzen. Diese geile Landschaft angucken. Okay. Ach, hier drin ist auch Rauchen ganz... Ja. Alter, auch eher... Wieso? Okay. Nächster Raucherplatz. Hab's auch eine Gummientis hier drin. So. Ja, was übrigens auch geht, ich könnte jetzt hier einfach rausgehen. Und dann komme ich halt nicht mehr wieder rein. Da muss ich einfach warten, bis ein nächster Zug kommt. Muss ich irgendwie mitglitschen oder ich gehe halt zu Fuß wieder. Aber ja, es wird gehen, einfach so auszusteigen. Okay. Okay. Ja, das ist das nächste, was ich in den Kommentaren gelesen habe. Es gibt eigentlich nur zwei unterschiedliche Wagentypen. Und ja, alle Personen wiederholen sich pro Wagen. Das sind auch wieder die zwei Kollegen hier. Wir gehen jetzt einfach mal... Oh, der nächste Lag. Wir gehen mal vor... Das ist zu der Lok. Schauen, ob es da irgendwas interessant... Oh, jetzt komme ich da nicht vorbei. Landschaft ist... durchschnittlich, würde ich mal sagen. Also, ich versuche, also ich hätte zumindest versucht, den Simulator wieder halbwegs ernst zu nehmen, aber wenn ich dann solche Sachen sehe... Nee, oh, da ist ein Telefon. Oder irgend sowas in der Art. Mit D kann ich auch mein Telefon angeblich hochholen, aber es geht irgendwie nicht. Also hier, Inventar ist I, Smartphone anzeigen, T. Aber da passiert nichts. Also wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, fortfahren... Mit T passiert nichts. I, Inventar. Tropfen. Wodka. Benutzen. Was passiert hier? 100%. Ich habe keine Ahnung, was R hier macht. Wie komme ich hier wieder raus? Okay, wieder I. Okay. Ich komme jetzt an meiner Wodkaflasche nicht mehr vorbei. Geil. Ne. Jetzt habe ich mir den Weg zur Lok versperrt.
In dieser blöden Wodkaflasche da. Okay. Ja, und so viel auch zu dem nächsten Kritikpunkt, die Bugs halt in dem Spiel. Okay, ja, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Das heißt, wir müssen warten, bis wir beim Bahnhof sind. Der irgendwann kommt. Keine Ahnung, wann das sein wird. Dann gehen wir einfach mal zum letzten Wagen. Dann können wir wenigstens nach hinten schauen und haben... eine Aussicht. Ja, kein Kommentar zu den Personen hier drin. Es ist... wieso? Okay. Wenn man da ganz hinten... Kann man da offen lassen? Ja. So. Ja. Ich glaube, so hätten wir irgendwie die geilere Aussicht. Also würde ich tatsächlich so eine Zugreise machen, würde ich irgendwie hier die Kamera hinstellen und dann das Video quasi rückwärts abspielen. Dann hat man quasi wie so, das wird man quasi in die Richtung halt fahren. Aber es ist jetzt nicht sehr abwechslungsreich. Es ist ja sehr viel Wald, wiederholend. Ab und zu kommt auch mal ein anderer Zug vorbei. Oder einzelne Lok, das habe ich schon gesehen. Gibt's hier einen... Kann ich mich auch hier irgendwie hinlegen? Das scheint nicht zu gehen. Das heißt... Oh, was? Moment. Bei dir will ich nicht sitzen. Der Ausblick ist... Bei dir will ich auch nicht sitzen. Hier geht's noch eher. Ah, ich kann auch hier in der Ecke sitzen. Und die Landschaft genießen. Ich glaube, das war irgendwie... Studentenprojekt vielleicht oder so. Oder so ein Spiel, was man in einer Woche macht. Just for fun. Ich weiß ja nicht. Also... Mal schauen, ob die Begebung hier noch irgendwie abwechslungsreicher wird. Dazu, glaube ich, werde ich mich doch auf den letzten Wagen hier hinten hinstellen. Und werde für euch mal ein bisschen fast forward machen. Zumindest bis zum nächsten Bahnhof. Ich hoffe, das dauert halt wirklich nicht so lange. Ich meine, die Zeit geht ja eh schnell. Und wenn irgendwas Interessantes in der Landschaft ist, dann gehen wir raus. Aus dem Fast Forward. Also wünsche ich mal viel Spaß. Mal schauen, wie lange das dauert. Bis gleich. Tja, da brauche ich ja gar nicht Fast Forward machen, denn da passiert schon was. Ich glaube, wir fahren beim Bahnhof ein. Es kommen hier so Gleise zusammen. Ist das jetzt schon unser Bahnhof? Ja, die Weichen sehen speziell aus. Ja, wir halten an. Dann kann man dann endlich mal zur Lok vorgehen. Oder bleiben wir jetzt hier auf der Strecke stehen? Kaufe ein Zugticket zum Bahnhof Orel. Also ich muss überall aussteigen und dann neues Ticket kaufen. I see. Da ist der Bahnhof. Und es leckt schon wieder. Aber das ist ein Megaspalt. No! Okay. Das wäre der Bahnhof Wojnowka. Und da hat es einen Kiosk. Kann ich da was kaufen? Oh. Theaterkasse. Und hallo Typ da drin. Also Tickets. Ne, Moment mal. Okay, ich habe ihm das Ticket verkauft. Kannst du wieder für 1500 kaufen? Nimm das mal das da. Okay. Geht's zum Bahnhof
Ist es jetzt nicht auch noch 4L oder was? Müsste nicht jeder Bahnhofsname dastehen? Also geh sie zum Bahnhof. Also, ich glaube, der meint einfach, dass ich da hinfahren soll. So, unser Gefährt hier. Schauen wir uns mal ganz kurz an. Kann ich da bei dir einsteigen? Nö. Ja, unsere Lok. Geschmackssache, ob man das Design mag. So, Tür auf. Sie haben kein... Was? Bastian... Ist das rückwärts oder was? Ich muss jetzt effektiv woanders hin? Soll das heißen, Zug endet hier oder sowas? Was ist eigentlich hier? Ist aktiv gar nichts. Ja, okay. Ich mach mal was Illegales hier. Ach ja, übrigens. Okay, bei dem Zug geht's irgendwie nicht. Mein Zug aus der Gegenrichtung hat das funktioniert, da hat mich dann einfach weitergedrückt. Kann es sein, dass ich die Zugräder gar nicht drehen? So, ich komme hier aber jedenfalls nicht weg. Ja, so sieht die Wagen übrigens von unten aus. Dann haben wir diesmal gesehen. Yay, wir sind frei. Warum bin ich jetzt eigentlich so klein? Ja, also irgendwie bin ich jetzt geschrumpft. Ja, lol, der fährt jetzt gerade weg. Okay. Ja, also das ist erstmal der erste Teil und es gibt jetzt Russian Train Trip 2. Das ist im Early Access unter Anführungszeichen. Kostet, glaube ich, 6 Franken anstatt 3. Und ich würde sagen, wir schauen uns den mal ganz kurz an. Also, kleiner Cut für euch und dann ab in den zweiten Teil. Ja, und da wären wir auch im zweiten Teil, Russian Train Trip 2 im Early Access. Ist am 7. letzten Monats rauskommen, im Early Access. Und kostet 6,49 in Franken, also vermutlich neuer, fast das gleiche. Gibt's nur auf Englisch oder Russisch. Ich musste hier die Tasten selber zuweisen, das war vorher nicht so gewesen. Alles auf Max weitestgehend, Graphics, episch. Audio-Quality, da war ich sehr überrascht, dass es die Optionen gibt. Cinematic, Epic, High, Medium und Low. Sehr interessant. Okay, wir gehen mal rein. Neues Spiel. Und das klingt irgendwie chinesisch. Das wäre der Russian Train Trip Simulator hier, Nummer 2 und Early Access. Da schaut der Funktionsumfang jetzt so aus, dass man nur in diesen Wagen hier reingehen können, diese herumgehen können und dabei die Landschaft beobachten können. Das ist ein recht langer Zug hier. Nicht bei jedem Fenster kann man hier raussehen. Das Witzige ist mit der Kamera, ne, wenn ich nach unten gehe, weil das ist die tiefste Position. Und ich kann aber so nach oben gehen, je nachdem in welche Richtung ich schaue und gehe. Das ist interessant. Also ich bin kein Körper, ich bin einfach nur eine freischwebende Kamera. So, dann hat es hier ein Abteil, das ist offen. Sieht auch relativ modern aus. Das ist zweckmäßig, aber ich glaube, es wäre schon ja, ganz gemütlich hier drin. Dann hat es halt hier so Matschtexturen. Hier ist ein Radio, den kann man angeblich bedienen. Und es geht tatsächlich. Ich mache den Radio jetzt aber wieder aus, weil ich will da jetzt kein Music Strike drin haben. Aber man könnte sich jetzt da hinsetzen. Ah, hier so. Und das einfach hier anschauen. Und gemäß einem Review bleibt der Zug aktuell nirgendwo stehen. Er hat über eine Stunde hier drin gesessen.
und kam nirgendwo an. Das kommt wohl noch. Hier hinten, Eiswasser, wer braucht, ne? Ist hier offen. Die anderen Türen kann man nicht aufmachen. Und hier hat es eine Alpha-Wand, da komme ich nicht weiter. Wir schauen uns mal die andere Seite hier an. Ja, und dann haben wir halt hier diese eine Tür, wo die Leute hier am Rumquatschen sind. Und das ist das Weiteste, wo es geht. Ich glaube, das sollte hier nicht so aussehen. Aber ich bin auch nicht so ein Experte, was diese Wagen hier betreffen. Ja, und ansonsten... Ja, hier rausgucken. Ich habe so das Gefühl... Der fährt hier einfach nur im Kreis. Ich glaube, der macht nichts anderes. Ich glaube, so wenig Content in einem Early Access habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also, I get it. Ich glaube, das, also wenn die Grafik jetzt geil wäre, wenn die Landschaft wirklich abwechslungsreich ist oder sogar die echte Strecke irgendwie abbildet, dann glaube ich, könnte das schon ein Spiel sein, wo sich Leute kaufen würden, die halt auf sowas stehen, die einfach nur so eine virtuelle Zugreise machen wollen. Aber dann glaube ich, warte ich eher ein bisschen Simrail. Es gibt übrigens ein Autosave, hat man es mal gesehen. Ein bisschen Simrail, irgendwie der Passagiermodus kommt und fahr damit. Da sehe ich dann ein bisschen mehr und wenn ich dann will, könnte ich dann noch selber mit dem Zug fahren. Ah, es ist doch nicht nur eine Kurve. Wir fahren auch mal nach links. Okay. Ja, aber ich meine. Es hat echt nichts. Es ist einfach hier diese Wand voller Bäume mit dahinter nichts. Okay, in der Entfernung hat es doch ein paar Bäume, aber ich glaube, das ist ein großer Rundkurs hier. Ja, also ich werde jetzt hier nicht stundenlang hier drin bleiben. Ich wollte euch eigentlich mal diese zwei Perlen zeigen. Es gibt sogar noch eine dritte Variante, und zwar der Chinese, also das Ganze quasi in China nochmal. Ich werde euch alle drei Spiele in der Videobeschreibung mal verlinken. Wenn ihr da mal 3 Franken ausgeben wollt, ich würde euch da erstmal den ersten Teil, wenn überhaupt, empfehlen. Da seht ihr wenigstens ein bisschen was. Und den zweiten Teil, naja, wenn er dann irgendwann mal fertig wird, kann man sich den vielleicht mal ansehen, wenn man auf sowas steht. Also ich glaube, als interaktiver Bildschirmschoner, diese Screensaver, wäre das nur eher was, aber hm. Ja, hallo, Zukunftsbarbora hier. Eigentlich sollte das Video schon fertig sein und es kommt für mich morgen raus, am 18. Für mich ist das 17. Es kam jetzt aber noch ein Update für Russian Train Trip 2 raus und das wollte ich dem Video noch anfügen. Ja, denn es ist jetzt quasi fertig und nicht mehr im Early Access. Man kann jetzt tatsächlich bei Stationen ankommen, da aussteigen und die Sachen anschauen. Ich zeige euch mal ganz kurz, was jetzt neu ist. Wir starten jetzt hier in diesem Wagen hier drin. Und als ich eigentlich angefangen habe, kam hier... Ach, da ist es ja. Sie beginnen ihre Reise nach Vladivostok. Sie haben jetzt den elektrischen Zug zum Bahnhof Stolpsi bestiegen, von wo aus sie mit einem Magenzug nach Vladivostok fahren. Sie werden viele Städte besuchen und die Aussicht auf die transsibirische Eisenbahn bewundern können. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Sie brauchen 2 Stunden 20 Minuten bis zum Bahnhof Stolpsi. Die Ankunft ist um 10:20. Das ist jetzt der Punkt. Das ist Echtzeit. Wir haben jetzt hier 8 Uhr. 10:20 Ankunft. 2 Stunden 20 müsst ihr in diesem Wagen hier drin sein und die Landschaft genießen. Also ihr könnt noch nicht mal den ganzen Zug hier leider abgehen. Und wenn es dann irgendwie gehen würde, ich weiß nicht, wie ich drücke, was ich noch irgendwie kann. Geht nicht. Türen gehen jetzt auch nicht auf. Ja, aber immerhin, der Wagen ist jetzt anders. Beleuchtung ist auch nicht an. Dieser Kamera-Hack, ne? Mit rauf und runter. Der geht nach wie vor. Und hier... Ja, man sieht so ungefähr den anderen Wagen, aber man kommt nicht rüber. Egal, was ich mache. Also... Ich werde keine 2 Stunden 20 warten bis zur nächsten Station, aber... Ich glaube, ich werde mich da mal ein bisschen beim Fenster hinsetzen.
werde euch hier mal so ein paar Minuten, ja, was heißt ein paar Minuten, so 10, 15 Minuten, gebe ich euch hier mal die Aussicht und ja, könnt ihr die bewundern und dann selber entscheiden, ob ihr da ja so eine Zugfahrt in Echtzeit machen wollt, mit der Aussicht, die ihr da so seht. Ich finde es ein bisschen hardcore, ich hätte es ja schon gern mit einer Beschleunigung drin, weil so in Echtzeit warten, man kann ja nicht mal saven. Zumindest der Stand jetzt nicht. Vielleicht geht das erst in der Station. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass ich da wirklich 2 Stunden warten werde. Das wollte ich auf alle Fälle noch ins Video reinbringen, dass ihr wisst, okay, das ist jetzt fertig und man kann jetzt tatsächlich einen Trip machen. Wie gut es geht, kann ich halt nicht bewerten. Das müsst ihr dann, wenn schon, selbst rausfinden. Okay, also, ich setze mir jetzt mal hier hin. Zeige euch mal die Landschaft. Wer will, kann es noch ein bisschen anschauen. Und ansonsten war's das. Bis dann. Ciao.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.